würde ich gerne machen. Ich bemühe mich da auch redlich durchbrennender. Wieso braucht man denn das? Achso, ja. Keiner wusste, warum man die Stromversorgung braucht. Oh, Mann. Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play City Skylines. In der letzten Folge waren wir hier gerade dabei zu expandieren. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt weiter, hier mehr Wohngebiete hinzubauen, weil wir ja hier durch die Aktion mit dem Brücke hier und dem Kreisverkehr, übrigens ist es ein generierter Kreisverkehr, ne, den habe ich so aus dem Spiel übernommen und den habe ich dann ein bisschen verunstaltet, dadurch, dass ich da Straßenbahn gebaut habe und dann hat er sich so verändert. Finde ich aber cool vom Spiel, dass er sich eigenständig so verändert und jetzt haben sich da tatsächlich Ampeln gebildet, wenn ich das sehe. Die werden wir jetzt erstmal wieder zerstören. Hier hat sich auch eine Ampel gebildet. Alles klar. Muss man dann immer so ein bisschen gucken, wobei hier können wir die Ampel ja eigentlich lassen. Denn wir müssen ja nicht überall. Da können wir die Ampel immer wegmachen. Wir müssen ja nicht überall die Ampeln wegmachen. Ne? Nur wo starkes Verkehrsaufkommen ist. Und ich glaube, der Kreisverkehr, so beschissen er auch aussieht, erfüllt vollkommen seinen Zweck, glaube ich. Das ist toll. Ja. Übrigens, wenn irgendeiner Bock hat, nee, sag ich nicht. Ich informiere mich erstmal und sag das dann später, weil hinterher sage ich irgendwas und ja. Nee. Vielleicht später mal. So. Jetzt bauen wir hier. Bauen wir die Wasserleitung noch so ein bisschen aus, weil ohne Wasser wäre dann blöd. Da können wir ja gar nicht scheißen gehen und so weiter. Boah. Ist unglaublich heute. Ich mit meinen Fäkalausdrücken. Fäkalsprache. Wird meine Mutter das jetzt nennen. Hör auf mit dieser Fäkalsprache. Wir hatten ja letztes Mal auch das Problem mit der. Aber die Dienstleistungen sind jetzt offenbar weg. Ich weiß zwar nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe einfach mal alle Gebäude hier unten hingeklatscht. Und die es so gab, und ja, es hat funktioniert. Klasse. Gut. Und wir steuern auf unser Ziel, die 7500 Einwohner-Marke, zu. Und ja, Strom funktioniert weiterhin ganz gut, Wasser auch. Müll, noch nicht so. Müllverbrennungsstand, das ist nicht so prickelnd, liegt aber daran, dass ich gerne eine Müllverbrennungsanlage bauen würde und dafür 7500 Einwohner brauche. So. Genauso wie mit den Krematorien, wobei das ja eigentlich noch ganz gut ist mit der Friedhofsauslastung. Wie viele Friedhöfe haben wir? Ein, okay. Dann brauchen wir auch nichts machen. Die Feuerwehr. Ja, kann man nichts gegen machen, ne? Feuerwehrsicherheit ist immer so ein bisschen so eine Sache. Ich würde sagen, wir bauen hier eine Feuerwehrwache hin. Alter! Übertreib, Alter! Okay, ich wollte jetzt eigentlich eine Feuerwehrstelle wegreißen, aber wenn das so krass ist, dann reißen wir hier doch keine weg. Ich würde sagen, wir. Jetzt wird der Hals gerade ein bisschen trocken. Ups. Ja. Die Feuerwehrwache hat uns aber auch ordentlich viel Budget gekostet. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Apropos Budget, wie sieht's denn hier mit unseren Steuern aus? Alle auf 12%. Schade, ich habe gedacht, ich möchte eigentlich nicht so gerne über 12% gehen. So, und deswegen werde ich die jetzt auch nicht anheben, obwohl ich es eigentlich gerne machen würde. Aber es geht halt nicht. Und ich finde, das mit dem Stau haben wir brillant gelöst. Hashtag brillant. Ne? Wisst ihr Bescheid. Gut. Ja, während wir hier zugucken, so ein bisschen, bis wir die. Nee, bis. Auf was warten wir hier eigentlich? Stimmt, wir warten darauf, dass wir 7500 Einwohner haben, weil. Dann haben wir nämlich hier auch neue Gebiete. Dicht besiedeltes Wohngebiet, da freue ich mich besonders drauf. Da können wir nämlich auch mal Hochhäuser bauen. Und nicht hier nur diesen Vorstadtkram. Hier diese. Ich meine, die Häuser sind zwar auch schön, aber. Die werden immer besser, die Häuser. Ja? Die werden auch immer verschiedener. Die Häuser finde ich cool. Mit jedem Update, das draufkommt, heute kam wieder ein Update. Beziehungsweise kam das wahrscheinlich schon vor ein paar Wochen. Aber ich habe das ein paar Wochen lang auch nicht gespielt. Werden immer besser. Das Spiel
sieht, obwohl es halt schon eine längere Zeit draußen ist, immer besser aus. Muss man ganz ehrlich zugestehen. Ich glaube, irgendwas ist mit meiner Tastatur schief. Oder irgendwas ist mit dem Spiel schief. Oder es liegt daran, dass ich im Moment nicht mit dem Internet verbunden bin. Das könnte natürlich auch ein Problem sein. Kennt ihr diese WLAN-Sticks? Diese tollen, wunderbaren WLAN-Sticks. Kennt ihr die? Ja, ihr kennt ja ganz normalen Desktop-PC, ne? Also so einen zum Beispiel von, keine Ahnung. Ihr wisst ja, ne? CSL, glaube ich. Habe ich einen bestellt, ganz normalen Rechner. Monitor auch dazu, so. Und diese Desktop-PCs haben ja keinen WLAN-Anschluss. Und da kann man sich dann entweder eine WLAN-Antenne reinbauen, man kann ein LAN-Kabel nehmen oder man kann, so wie ich das gemacht habe, sich einen WLAN-Stick, die Heidekraut-Residenz, cool. Oder sich, warte mal, 9, 8 Ungebildete. Das ist nicht gut, Schulbildung. Oder man kann sich einen WLAN-Stick nehmen, so wie ich das gemacht habe. Das Problem bei so einem WLAN-Stick ist leider, dass ich da persönlich nicht allzu gute Erfahrungen, große Kleinstadt, Halleluja, thanks God, nee, vielen, vielen Dank für dieses Geschenk, eine Müllverbrennungsanlage, Universität, U-Bahn-Station und neue Gebiete, okay. Und jetzt bin ich wieder rausgekommen. So, ich habe im Allgemeinen relativ schlechte Erfahrungen mit WLAN-Sticks gemacht. Aber habe gedacht, komm, holst du dir nochmal ein, gibst du dem nochmal eine Chance. Dem Ganzen. Ja, es funktioniert bombastisch, kann ich nur sagen. Es ist der absolute Hammer. Besonders, wenn du dann den PC anmachst und der kann sich dann nicht mit dem WLAN-Router verbinden, das ist immer der absolute Kraft. Das ist immer toll, wenn man das sieht. Das ist immer wunderbar. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch, ist einfach. Feuerwehr, wir wollten uns, genau. Na. Ist unglaublich, wie viel so ein Feuerwehrhaus ausmacht. So, und dann können wir das hier nämlich auch wegreißen. Weil ich habe lieber wenige große Häuser rumstehen als viele kleine. So, und dann müssen wir das natürlich auch ersetzen mit Industrie. Wir haben da gerade noch eins weggerissen, deswegen mache ich das jetzt mal großflächiger. So. Und da hinten ist wohl ein Gebäude zusammengefallen. So, ein abrissfälliges Gebäude. Und ja, was gibt's noch zu tun? Genau, jetzt gucken wir hier mal so ein bisschen, dass hier die Kleinstadt noch so ein bisschen zu Ende reift. Und dann werden wir uns langsam auch der Großstadt widmen. Beziehungsweise werden wir hier erst das Industriegebiet zu Ende bauen. Wir brauchen erstmal noch ein paar Commercial-Gebiete. So, und ich denke, dafür werden wir ein bisschen umdisponieren. Und zwar werden wir hier eine Straße reinziehen. Und jetzt steht hier schon wieder ein Gebäude im Weg. Ich hasse es. So. Nee, wie machen wir das? Machen wir einfach so. Und dann ziehen wir hier eine Straße durch. Mitten durch. Und verdammt! Nein, das war gar nicht die Straße. Ja, wieder super hinbekommen. So. Und dann ziehen wir hier auch noch eine Straße lang. So, Müllprobleme werden auch drastischer. Okay, Müllverbrennungsanlage haben wir jetzt, kommt gleich. Dann werden wir die Wohngebiete ein bisschen, Gebieteverteilung ein bisschen verändern, so. Und dann werden wir hier die kleinen Wohngebiete hinbauen und hier werden wir dann gering besiedeltes Gewerbegebiet ansiedeln, sodass wir auch so ein bisschen die Commercial
Gebietsnachfrage befriedigen können und ich hoffe, die Einwohnerzahl steigt jetzt so ein bisschen. Wenn das so bleiben würde, wäre das extrem uncool. Steig. Wieso steigt die Einwohnerzahl nicht? Ich verstehe es nicht. Und hier unten fehlt offensichtlich eine Feuerwehr. So. Die Feuerwehr auch erledigt. So. Und, ja. Ich hoffe, dass mit den Einwohnern relativiert sich wieder. Das wäre ein extrem Schutz. So. Da ist noch ein abrissfälliges Gebäude. Ich würde auch gerne mal so ein komplettes Ghetto bauen, ne? So ein bisschen wie das bei uns zu Hause aussieht. klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, würde ich gerne mal so bauen. Das ist, hat auch irgendwie einen eigenen Charakter. Ich finde, Ghettos, weißt du, ich habe kein Internet und jetzt haben die hier auch kein Internet oder was. Ich finde, Ghettos haben einen ganz eigenen Charakter. Beziehungsweise abgewracktere Gegenden. Also viel, so zum Beispiel so viele, zum Beispiel eine alte Einkaufszone, wo ziemlich viele Geschäfte geschlossen sind, hat, finde ich, mehr Charakter als eine Einkaufszone, wo viele Geschäfte geöffnet haben. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil ich halt so aufgewachsen bin. Ich weiß es nicht. Ja, sieht ganz gut aus so. Und wir haben mal wieder gar nichts geschafft. So. Ich habe jetzt gerade, bin ich gerade sprechen, Alter. Wir gehen gerade auf das Ende der Aufnahmesession zu. Und ich kann wieder nicht mehr sprechen. Wie letztes Mal. Nee, wir haben wieder gar nichts geschafft in dieser Aufnahmesession. Weißt du, ich mache das immer so. Jetzt ist das da wieder im Weg. Ich starte mal eine Aufnahmesession. Spiele dann. Und dann am Ende einer Aufnahmesession, so in der letzten Folge, stelle ich plötzlich fest, Alter, du hast wieder überhaupt nichts hinbekommen. Nichts geschafft, wie immer. Und wieso kann ich da jetzt nichts anbauen? Achso, geht doch. So. Dann bauen wir hier auch noch ein bisschen Industrie hin. Das machen wir jetzt einfach so lange, bis die Folge zu Ende ist. Nicht Spaß. Ja, hier haben wir jetzt auch neue Gebiete noch. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Und Bürogebiet. Das gibt halt auch Arbeitsplätze, genauso hier wie das Industriegebiet. Weil ich Industrie irgendwie mehr mag. Keine Ahnung, kann daran liegen, dass ich in Duisburg aufgewachsen bin. Weiß ich jetzt. Dicht besiedeltes Wohngebiet, da freue ich mich auch schon drauf. Das wird aber höchstwahrscheinlich erst in der nächsten Folge zum Einsatz kommen. Aber noch ist die Folge ja nicht vorbei, dann können wir hier noch ein bisschen ausbauen. So. Ja, und das hier können wir eigentlich direkt auch machen. Das wird zwar nicht so bleiben, aber in Ordnung. Wir werden sehen. Hier fehlen jetzt genügend gebildete Arbeiter. Also nicht genügend gebildete Arbeiter ist es, glaube ich. Ja, nicht genügend gebildete Arbeiter. Gut, da werden wir mal ein bisschen anpacken. Und wir haben ein Bildungsproblem. Gut zu wissen. Wir haben genug Grundschulen, offensichtlich. Nicht genug Geld, aber genug Grundschulen. 27.500 für eine Grundschule sind bekloppt. Okay, Bürogebiete habe ich jetzt auch kapiert. Das war die neu haben und haben wir jetzt eins. Gut, brauchst du mir nicht mehr sagen. Wieso sind nur 7% hochgebildet? Ich verstehe das nicht. Weißt du, wir haben genug Oberschule und wir haben auch genug Grundschulen, weißt du? Und trotzdem funktioniert das hier irgendwie nicht. Vernünftig mit der Bildung. Vielleicht liegen die nicht vernünftig im Radius oder so. Können wir mal gucken, ob hier wirklich alle Wohngebiete auch so abgedeckt sind. Sie sind alle abgedeckt. Ich verstehe das nicht. Mit der Oberschule sind eigentlich auch alle ganz gut abgedeckt. Vielleicht sind die Kinder auch einfach nur ein bisschen zu jung, weißt du, für die Oberschule. Oberschule, das kann ja auch sein, dass die jetzt gerade alle zur Grundschule gehen. Vor allem die Kinder hier, oder dass die Kinder noch gar nicht geboren sind.
dass wir vielleicht eine Universität brauchen. Das könnte natürlich auch sein. Universität und die haben wir Universität der Barcelona. Ich denke, diese wird eher so ins Stadtzentrum kommen und diese wird in dieses Wohngebiet kommen. Studentenkapazität 4500, gut zu wissen. Bauen wir da auf jeden Fall hin, weil die ja auch für Erwachsene gedacht ist, ne? Würde ich sagen. So, dann da warten wir jetzt hier mal eben kurz, bis wir die 75.000 haben. Bis dahin können wir vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen hochstellen. Müssen wir nur gucken, dass uns hier nichts abschmiert. Strom, alles easy. Wasser, auch Müllverbrennung, Status. Nee, ich scheiß drauf. Ich möchte jetzt die Universität haben. Die Folge wird zwar wieder ein, zwei Minuten drüber sein, aber dafür war die Folge vor zwei Folgen, glaube ich, auch eine Folge zu wenig. Also gleicht sich das so ein bisschen aus. Geht, alles klar. Alles klar! Ne? Nee. Ja, Transport können wir vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen hier unten. Es geht alles so schnell hier. Man denkt, man muss schnell handeln, weil sonst läuft die Zeit weg. Wo haben wir hier gerade eine Bushaltestelle, an die wir anknüpfen können? Hier können wir dann. So. Linie abschließen. Und damit hätten wir das auch geschafft. Und jetzt haben wir auch die 75.000. Und können eine Universität bauen. Und das wird dann wohl auch das letzte sein, was wir heute machen werden. Frage ist nur, wo bauen wir sie hin? Ich würde sagen, wir bauen sie mitten rein. Bam! Mitten im Zentrum. Das sieht geil aus, oder? Riesige Stadt, riesiges Vorstadtgebiet und mittendrin eine Universität. Ich weiß nicht, sieht zwar alles ein bisschen durcheinander aus, aber die Uni mittendrin ist geil. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie cool. Und wir können auch ein neues Land kaufen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich denke, als nächstes werde ich wohl das Land hier oben kaufen. Das bringt uns zwar nicht besonders viel Vorteil, was Land angeht, aber hier hinten ist eine Eisenbahnschiene und ja, das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten in der... Wir verlieren wohl wieder Einwohner in der Sascha. In der Industriewirtschaft. Und hier, die ganzen Gebäude sind wahrscheinlich eingegangen aufgrund von nicht genügend gebildeten Arbeiter. Weißt du, die wollen die ganze Zeit Commercial, hier ist immer noch Commercial, aber wir haben keine gebildeten Arbeiter. Wunderbar. Gut, ich spreche wieder zu schnell. Wir sind über die Folgenlänge drüber, so wie ich das hier sehe. Das Tolle ist, ich habe hier... Ja, ist egal. Erkläre ich euch wann anders. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Setup-Tour. Interessiert zwar sowieso kein Schwein, wie ich hier aufnehme. Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal einfach... Nur so aus Spaß. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. In Zukunft wird vielleicht das ein oder andere Projekt, das ein oder andere neue Projekt wird vielleicht kommen. So, das ein oder andere neue Spiel werde ich vielleicht auf zwei Let's Plays umstellen. Ich muss mal gucken, ob ich dafür genug Zeit habe. Aber höchstwahrscheinlich wird das nicht vor Neujahr sein, also zum neuen Jahr wird vielleicht das ein oder andere neue Projekt kommen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge für mich habt, was ich vielleicht noch so machen könnte, ich habe auch vor, ich habe ja früher mal, die Leute, die schon länger den Kanal abonniert haben, wissen das, habe ich auch mal Videos gemacht, wo ich mich vor die Kamera gesetzt habe. Das war leider kompletter Bullshit, auch wenn einige Leute eben fanden, dass es gar nicht so schlecht war. Es war kompletter Bullshit, erstmal sah ich da immer total scheiße aus. Und Nummer 2 war die Bildqualität einfach komplett für die Tonne. So. Aber ich kann hoffentlich versprechen, also ganz versprechen kann ich es nicht, aber ich kann versprechen, dass ich versuchen werde, zu Neujahr. Oh, mir tut der Hals weh, Alter. Zu versuchen, auch wieder solche RL-Videos zu machen, Real-Life-Videos, so Vlogs, also nicht unbedingt Vlogs, aber halt Videos, in denen ich über Themen spreche, so kleine News-Sendungen, ob es jetzt YouTube betrifft oder irgendwelche anderen.
populären Themen oder medialen Themen. Wieso sind hier so viele Busse hintereinander? Verstehe ich nicht. Fahren die alle dieselbe Buslinie oder was? Tatsache. Naja, egal. Sollen sie machen, wie sie wollen. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Als nächstes kommt eine kleine Stadt. Große Kleinstadt, kleine Stadt. 11.000. Da bekommen wir dann auch einen Bahnhof und so weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch irgendwelches Feedback für mich habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich versuche jeden Dienstag ein Video hochzuladen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen. Der Link dazu sollte hoffentlich unten in der Beschreibung drin stehen. Ich hoffe, dass ich daran denke, das hinzuzufügen. Jetzt sind wir schon wieder bei Überlänge. 20 Minuten. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Let's Play City Skylines. Habt noch einen schönen Tag oder schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.